Vor einigen Wochen berichteten wir über das Projekt Partnerbörse Musikvermittlung, eine Veranstaltung in der Rotunde der öffentlichen Versicherung Braunschweig. Dabei fiel uns unter den verschiedenen Angeboten eines ganz besonders auf, und zwar das Projekt Rhapsody in School. Mit einigen Mühen ist es uns nun gelungen, die Projektleiterin Sabine von Imhoff zu uns ins Studio einzuladen, um etwas mehr über dieses wichtige Projekt zu erfahren. Um es vorweg zu sagen, hier kommen Künstler in die Schulen und machen quasi die Musik für die Kinder beinahe im wahrsten Sinne des Wortes begreifbar. Aber warum soll ich jetzt so viel darüber erzählen? Das kann unser Zuspielfilm viel besser. Ganz zu schweigen von Sabine von Imhoff, mit der Gerwin Behrecke im Anschluss spricht. Ja, Frau von Imhoff, ich freue mich, dass Sie zu uns ins Studio kommen konnten. Es ist, wenn man von außerhalb kommt, ja immer ein bisschen schwierig, erstmal einen Termin zu finden, der dann auch beiden Seiten gerecht wird. Ja, wir haben ein spannendes, interessantes und gerade auch für mich sehr interessantes Thema. Aber bevor wir da jetzt einsteigen ins Sachthema, würde ich Sie bitten, dass Sie sich vielleicht mit zwei, drei Sätzen kurz vorstellen. Sehr gerne. Sabine von Imhoff, haben Sie ja schon gesagt, ich bin Projektleiterin vom Musikvermittlungsprojekt Rhapsody in School. Gebürtige Braunschweigerin, kann man vielleicht hier dazu sagen. Da haben Sie jetzt schon mal einen Bonus. Ja. Und studierte Pädagogin und Musikjournalistin. Und insofern, diese Kopplung passte dann ganz gut, ja, die ich dann später in Angriff genommen habe mit diesem Projekt. Ja. Ich habe das Projekt kennengelernt, Rhapsody in School, bei der Tauschbörse, Partnerbörse hier in Braunschweig, wo Ihre Kollegin auch dabei war. Frau Bohnke. Ja. Frau Bohnke, ich habe den Film gesehen, den wir jetzt eingangs auch gesehen haben, gerade, und war sehr beeindruckt, muss ich sagen, weil das ein Projekt ist, was mich auch fasziniert, dass man jungen Leuten diese Art von Musik nahe bringt. Das ist ja, glaube ich, ja, ich sag mal, in der Vergangenheit eher ein bisschen vernachlässigt worden. Das ist jetzt eine Beobachtung von mir, einfach gefühlt so. Mhm. Aber vielleicht sprechen wir erstmal drüber. Rhapsody in School, was ist das eigentlich? Der Zuschauer weiß ja noch gar nicht, wovon wir überhaupt sprechen. Richtig. Wir können ja vielleicht mal bei dem Wort anfangen. Ja, Rhapsody natürlich. In School sagt eigentlich schon alles. Also Rhapsody hat ja auf der einen Seite die Verbindung zu dem berühmten Musikstück von Gershwin, Rhapsody in Blue. Yeah. Blau ist auch unsere Farbe. Yeah. Und auf der anderen Seite, in School ist klar, in der Schule. Also eigentlich Musik in der Schule, aber eine Rhapsodie ist noch mehr als ein Musikstück. Eine Rhapsodie kommt aus dem Griechischen, eine Erzählung. Und die früheren Rhapsoden, das erzähle ich auch immer ganz gerne als Auftakt in den Schulen, den Kindern, die sind rumgezogen mit ihren Instrumenten, mit ihren Geschichten, vor allem auch mit ihren Dichtungen und eigenen Lebensgeschichten, mit ihrer Musik durchs ganze Land und haben nicht nur Kinder, aber auch Erwachsene begeistert. Und unsere Rhapsoden, wie wir unsere Musiker nennen, ziehen also auch durchs ganze Bundesgebiet, auch international sind wir schon tätig, um den Kindern nicht nur ihre Musik nahezubringen mit ihren Instrumenten, sondern auch ein bisschen Geschichten zu erzählen aus dem Musikerleben. Darum geht es eigentlich bei Rhapsody in School. Ja, also die Verbindung von Musik im Prinzip auch mit Menschen, mit begreifbaren Menschen, die man auch anfassen kann, die nicht da irgendwo durch einen Fernsehschirm oder über einen Fernsehschirm flimmern oder im Orchestergraben sitzen. Welche Art von Musik ist das, die Sie da nahe bringen? Also es ging den Künstlern anfänglich, die es gegründet haben, da muss ich natürlich ist von Künstlern gegründet worden? Es ist eine Künstlerinitiative, ja. Das ist bemerkenswert, ja. Und zwar ausschlaggebend war eigentlich ein kleines Festival, das unser Initiator Lars Vogt auch gegründet hat, bei dem sich eigentlich die Weltelite an Kammermusikern jährlich trifft. Seit 15 Jahren, glaube ich, besteht das. Und da haben die Künstler sich eben zusammengesetzt, abends nach dem Konzert, und haben überlegt, wie kriegen wir ein bisschen mehr Jugend zu unseren Konzerten auf der einen Seite und wie kriegen wir unsere Musik, nämlich die klassische Musik, und darum geht es hauptsächlich,
rüber zu den Kindern. Sie haben dann auch lange über ihren eigenen Musikunterricht früher gesprochen und haben festgestellt, dass es eigentlich immer der persönliche Kontakt, der direkte Kontakt zu Musikern, zur Musik war, der sie begeistert hat. So ging es mir zum Beispiel auch. Ja. Ja. Wenn man diesen Live-Charakter spürt und die Musiker dann in der Klasse direkt vor sich hat und nicht oben entfernt auf der Bühne, ja, sondern der Musiker direkt in den Jeans und so einfach ein Mensch wie du und ich vor der Klasse sitzt, dann kommt irgendwie was rüber. Ich glaube, da kann auch der Begeisterungsfunke überspringen. Ne? Ja. Wenn der Künstler selbst auch von seiner Sache begeistert und überzeugt ist, da springt auch ein Funke über in dem Moment. Das ist eigentlich, was wir wollen. Also wir können nicht den Musikunterricht ersetzen. Ja, wir arbeiten nicht gegen die Lehrer, wir arbeiten immer mit den Lehrern. Ja. Die sollen dann eben versuchen, diesen Funken, der immer überspringt, auszuwerten oder aufzugreifen und die Musik, die gespielt wird, vielleicht nochmal gemeinsam hören, vielleicht gemeinsam dann auch in das Konzert des Künstlers gehen, also einen Gegenbesuch machen im Orchester dann zum Beispiel. Ja. Und was Sie anfänglich sagten, das stimmt, dass es natürlich sehr stiefmütterlich behandelt wurde, diese Musikvermittlung, diese Art der Musikvermittlung. Aber ich muss sagen, als Ehrenrettung an ganz, ganz viele Kollegen, die Tolles leisten, auch von den Orchestern heutzutage. Es gibt eigentlich kaum noch ein Orchester, was keine Education-Abteilung hat. Hm. Also da ist in den letzten 10, 15 Jahren unglaublich viel passiert. Ja, muss ich auch sagen, das ist eine Beobachtung, die ich auch mache. Ich komme aus Goslar. Und dort finden regelmäßig die sogenannten internationalen Konzertarbeitswochen statt. Da war jetzt gerade vor ganz kurzer Zeit das Piano-Marathon mit den Meisterschülern. Und dort habe ich mit dem Dozenten von der Musikhochschule Hannover gesprochen. Und der sagte auch, dass sich also sowohl Quantität als auch die Qualität der Studierenden in den letzten Jahren wesentlich verbessert hat. Also das hat mich auch ein bisschen erstaunt, muss ich sagen. Ja, das ist eigentlich das Tolle und auch der Vorteil für unser Projekt, dass je jünger die Künstler sind, die bei uns mitmachen, desto aufgeschlossener sind sie natürlich und lernen auch schon im Studium, sich nicht nur selbst zu vermarkten, sondern auch mal neue Ideen zu entwickeln, wie man denn seine eigene Musik an den Mann bringen kann und vor allem an die jungen Menschen. Ja. Und da ist sehr, sehr viel passiert. Es gibt ganze Studiengänge auch schon für Pianisten, für einzelne Instrumente. Und wir haben einige Künstler an Bord, die als Professoren an Hochschulen arbeiten und ihren Studenten auch schon unser Projekt ans Herz legen. Ja. Also es wird immer jünger und immer frischer und es passiert immer mehr, Gott sei Dank. Ja, das ist natürlich eine Entwicklung, die ist wirklich aus allen Richtungen eigentlich nur positiv zu sehen, denke ich. Wie ist denn, wenn jetzt die Künstler zu den Schülern gehen, also da, wo das Leben stattfindet im Prinzip? Ja. Es gibt immer so Dinge, Künstler gehen manchmal mit ihren, auch bildende Künstler mit ihren Ausstellungen, irgendwo hin, wo das Leben wirklich stattfindet. Eine Galerie ist immer so ein bisschen was Unpersönliches. Ich will jetzt nichts gegen Galerien gesagt haben, aber wenn man da hingeht, ich habe hier Ausstellungen schon in Apotheken gesehen oder in Gaststätten oder sowas. Und hier ist es ja auch so ähnlich, dass der Künstler hingeht, da wo wirklich das Leben stattfindet und wo möglicherweise auch der Nachwuchs generiert werden kann. Richtig. Wie ist denn die Resonanz bei den Künstlern, bei Ihnen, wenn die jetzt irgendwo draußen gewesen sind und sagen, komm zurück und sagen, naja, können wir vergessen oder positiv? Naja. Also die Resonanz die kann ja nur positiv sein, sonst hätten wir jetzt nicht zunehmend neue Künstler an Bord. Wir haben jetzt fast 500, ist schon was. Und ich habe das mal zusammengezählt, also wenn man die Ensemblemitglieder so einzeln auch mitzählt, dann sind so an die 400 vielleicht. Aber auf jeden Fall wächst das Interesse auch von Künstlerseite, mitmachen zu dürfen. Das ist ganz toll, ist eine besondere Ehre für uns. Und das spricht sich auch rum. Und die Künstler, die das gemacht haben, die gehen immer, also ich bin ja sehr oft auch dabei bei Schulbesuchen oder meine Mitarbeiterin erzählen mir, die gehen ganz beglückt nach Hause, weil sie sagen, auf der einen Seite sind die Kinder
und Jugendlichen die kritischsten Zuhörer. Also sie kriegen da auch mal Kritik gesagt, ja, oder... Ja, das gehört dazu, denke ich. Ja, wunderbar. Und sie merken sofort, wenn die Aufmerksamkeit nachlässt, zum Beispiel, ja, dann sagen sie auch, oh, an der Stelle muss ich ein bisschen aufpassen und kann noch ein bisschen mehr Dampf geben oder so. Aber die meisten sind also sehr, sehr glücklich, dass die Schüler, die vielleicht am Anfang ein bisschen zappelig waren, was nicht unbedingt heißen muss, dass sie sich langweilen, aber die sind dann halt neugierig, ah, wer ist das? Und das ist was Neues, stoßen sich an und kichern, ja, wenn da ein Cellist so die Augen schließt beim Spielen oder irgendwelche komischen Bewegungen macht, wie die Schüler sagen, ja, beim Geiger zum Beispiel. Dann, aber sagen wir mal, diese Unruhe am Anfang, die lässt dann bald nach. Und je ruhiger die Stücke sind, das ist eigentlich auch ganz interessant, desto ruhiger werden die Schüler. Und das finden die Künstler auch sehr wirkungsvoll. Ja. Und die gehen also eigentlich gestärkt raus aus so einem Unterricht, in Häkchen Unterricht. Also ich hätte jetzt, das, was Sie gerade sagten, da hätte ich jetzt auch gesagt, das hängt natürlich auch so ein bisschen von der Art der Musik ab, aber das ist ja auch eigentlich ein altbekannter Effekt, dass Musik solche oder derartige Wirkungen hat. Dass die beruhigend wirkt, dass die sogar teilweise therapeutisch wirken kann, solche Dinge. Aber das ist jetzt interessant, dass das sogar bei ganz, ganz jungen Menschen passiert. Ja, ja. Also ich meine, je jünger sie sind, desto öfter kommt dir der Wunsch auf, auch mal schnelle Stücke. Ja, die wollen immer schnell, die wollen immer einfach die Virtuosität dieser besonderen Menschen da, Künstler testen oder Action. Kennenlernen, Action. Ne? Aber was auf jeden Fall rüberkommt, egal ob langsam oder schnelle Stücke, ist natürlich die Emotion und die Gefühle, die die Künstler auch beim Spielen äußern und die man eigentlich wirklich dadurch, dass sie so hautnah vor einem sitzen, wirklich hautnah spüren kann. Ja. Dass die Intensität ist unglaublich und da kommt einfach die ganze Leidenschaft dieser Musiker für ihr Instrument, für die Musik, für ihr Gegenüber auch. Unglaublich raus. Und das ist das, was die Kinder auch spüren. Ja. Ganz ohne Frage. Auch das, was Sie gerade geschildert haben mit der Aufmerksamkeit und diese ganze, das spricht ja eigentlich alles auch dafür, dass da wirklich was erzielt wird an Wirkung. Ist diese Wirkung denn nachhaltig bei den Schülern? Nachhaltigkeit ist ja heute so ein... Ja, das ist genauso ein Modewort gewesen. Es ist schon fast wieder out, wie so Empathie oder so. Das gehört natürlich alles dazu. Aber Sie dazu. Wissen, was ich meine. Ich weiß, was Sie meinen und wir werden das auch immer wieder gefragt. Da hat der Lars Vogt also auch eigentlich eine sehr gute Antwort gehabt mal. Der sagte, und wenn ich nur nach so einem Schulbesuch ein Kind anspreche, das vielleicht mal sagt, ich möchte auch so gut Klavier spielen können, dann habe ich schon viel erreicht. Und ich muss sagen, man kann diese Nachhaltigkeit ja natürlich jetzt gar nicht prüfen, sondern das hat vielleicht eine Langzeitwirkung, ja? Dass vielleicht in 10 Jahren irgendwie eine Klasse mal sagt, ach, der war doch mal bei uns in der Schule, der war doch gar nicht so schlecht, ich gehe mal in das Konzert von dem. Ja? Ja. Oder aber, also wir haben sehr, sehr positive Erfahrungen da auch schon oder Berichte von Lehrern dann gehabt, die zum Beispiel einen Künstler in einer 5. Klasse hatten, da war ich selbst dabei, das war der Daniel Müller-Schott, ein wunderbarer Cellist. Und da waren die Kinder so begeistert, dass die abends freiwillig, die Lehrerin sagte mir noch, nee, die gehen nicht ins Konzert und ich kann sie nicht hinprügeln. Freiwillig sind die dann ins Konzert gekommen abends. Und nach 5 Jahren war der Daniel Müller-Schott wieder an derselben Schule, aber in einer anderen Klasse. Und die Kinder, die dann in der 10. Klasse waren, die haben die Lehrerin gefragt, da kommt doch wieder unser Cellist, dürfen wir da auch dabei sein? Toll. Also sowas ist doch toll. Ja, ganz ohne Frage. Wie läuft das denn jetzt in der Praxis? Wenn Sie, melden sich die Schulen bei Ihnen, machen Sie Akquise auf dem Gebiet, arbeiten Sie mit Pädagogen vor Ort zusammen? Natürlich müssen Sie ja. Wie läuft das in der Praxis so ab? Also es ist eigentlich beidseitig. Wir haben am Anfang natürlich sehr viel Akquise machen müssen, wenn uns also die Künstler, das ist das Erste, was ich sortieren muss.
und dann auch delegieren muss an das Team. Wir sind ja bundesweit und ich habe jetzt inzwischen 12 Mitarbeiter, Gott sei Dank, die das helfen zu sortieren. Wenn ich also eine Aussage habe eines Künstlers, dann und dann habe ich Zeit in der und der Stadt, dann gucke ich, waren wir da schon mal? Am Anfang natürlich hatten wir keine Basis. Da musste man dann schon Schulen akquirieren, versuchen, denen das schmackhaft zu machen. Ist man oft hängen geblieben im Sekretariat, weil die uns nicht kannten. Das ist klar. Und inzwischen ist es eher umgekehrt, dass die Schulen schon bei uns Schlange stehen. Das ist so äußerst positiv. Ja, sein, ne? Wenn es also einmal in einer Stadt oder einem Ort stattgefunden hat, dann können wir davon ausgehen, dass es sich rumspricht, dank auch Presse und Medien. Und dass wir dann also keine große Arbeit mehr haben, Schulen zu finden. Wir hatten ja neulich auch in Braunschweig erste Kooperation mit dem Staatstheater Braunschweig, die eben auch tolle Education-Arbeit leisten. Ja. Und da haben wir so Hand in Hand gearbeitet. Da hatten wir einen Ausfall von einer Schule aus technischen Gründen und mussten ganz fix die Gauss-Schule dann, hat sich dann gefunden, also eine andere Schule suchen. Und das ist eigentlich auch nur dank unseres guten Renommees inzwischen, dass das dann ganz schnell auch mal passiert, dass eine andere Schule einspringt. Ja, ich war ja bei der Partnerbörse dabei. Das war schon auch beeindruckend, was das Stadttheater da zumindest ansatzweise gezeigt hat. Richtig. Also es kann ja nicht wirklich in die Tiefe gehen bei solch einer Veranstaltung, aber das war schon beeindruckend. Ja, und das Schöne ist eben bei diesen Kooperationen, also wir haben sehr, sehr viele Kooperationspartner, in München, in Wien, jetzt eben auch in Braunschweig, in Hannover. Also das Schöne ist, dass man eben einen Partner hat vor Ort, der sich auskennt. Ja, ich kann ja nicht immer, ich bin jetzt gerne in Braunschweig gewesen und immer wieder. Sie wollen Punkte sammeln, oder? weil ich eben aus Braunschweig komme, liegt mir das natürlich besonders am Herzen hier, diese Kooperation. Aber das Gute ist eben, dass die Kooperationspartner vor Ort ihre Lehrer kennen, ne, zum Beispiel. Ja. Und sagen, also die haben eine Bläserklasse, die hätten gerne vielleicht mal einen Querflötisten oder so oder einen Trompeter. Und dass man da so ein bisschen auf Erfahrung schon aufbauen kann. Ne. Ja, das kann man nicht alles zentral steuern, das ist verständlich. Also da ist das System, was Sie da entwickelt haben, ist, denke ich, schon... Das ist über die Jahre ganz gut gewachsen. Uns gibt es ja jetzt seit 9 Jahren. Nächstes Jahr feiern wir unser 10-Jähriges. Ich hoffe, mit ein paar außergewöhnlichen Konzerten. Das hört sich gut an, ja. Ja. Hoffen wir auch im Braunschweig eins. Schauen wir mal. Also angefragt ist Konzerthaus Berlin, wo wir vor 2 Jahren ein tolles Benefits-Konzert hatten. Da haben alle Künstler ehrenamtlich für Rhapsody ein großes Konzert gegeben, dass es überhaupt die Organisation überhaupt weitergehen kann. Ja. Und die wollen das wiederholen. Jetzt schauen wir mal, aber vielleicht klappt es auch anderswo. Na toll, 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 da drücke ich Ihnen sämtliche Daumen. Ja, aber jetzt haben wir ja auch einen großen Preis gewonnen, wenn ich das mal einflechten darf. Den Echo Klassik. Das ist ein großer Preis. Für Nachwuchsförderung wird Ende Oktober in München verliehen und da sind wir natürlich mächtig stolz drauf. Ja. Es gab auch ganz aktuell jetzt eine Zusammenarbeit hier in Braunschweig, hatten Sie erwähnt im Vorgespräch. Genau, des Sinfoniekonzerts, des ersten Sinfoniekonzerts hier diese Saison. Und da ist der Boris Skilburg in die Gauss-Schule gegangen. Also es ist... Ja, ich bin eigentlich sehr angetan und auch persönlich daran interessiert an diesen Dingen. Sie haben uns jetzt hier was mitgebracht. Das ist also ein... Ja, das ist ein Flyer. Broschüre. Ja, das ist schon ein bisschen mehr als ein Flyer hier. Eine Broschüre eigentlich. Wir benötigen, also trotz unseres guten Images, muss ich sagen, benötigen wir doch auch immer wieder Gelder, um überhaupt... Deshalb komme ich auf den Punkt, Organisation am Laufen halten zu können. Ja, unsere Mitarbeiter und auch ich arbeiten auf ehrenamtlicher Basis gegen eine Aufwandsentschädigung. Und für die Künstler benötigen wir ja auch ab und zu Geld. Also die nehmen keinen Pfennig, die arbeiten ganz ehrenamtlich. Aber wenn die zum Beispiel... Das entstehen ja trotzdem Kosten. Ja, wenn die zum Beispiel Taxi benutzen. Ja, man kann nicht verlangen, dass sie mit Cello oder Kontrabass oder Harfe haben wir ja auch. Ja, dann da brauchen wir schon fast einen Bus für. Mit der Bahn fahren. Also für sowas brauchen wir zum Beispiel Gelder. Und manchmal gibt es auch eine Zusatzübernachtung. Oder wir haben sehr viele Anfragen aus Dörfern, also
kleineren Orten, wo man dann eben auch nur mit dem Taxi hinfahren kann. Und also insofern, wir benötigen natürlich immer wie jede andere Organisation, auch jedes andere Projekt, auch Geld. Und das ist hier für Sponsoren gedacht. Wir hatten die GVL, Gesellschaft für Leistungsrechte. Leistungsschutzrechte. Ja. Die hat uns sehr unterstützt und Dr. Oetker zum Beispiel auch. Aber das läuft dann irgendwann auch aus und dann brauchen wir wieder neue Sponsoren. Ja. Und freuen uns über jeden, der an Bord kommt. Wie ist das in dem Bereich? Rennen Sie da offene Türen ein oder müssen Sie viel Überzeugungsarbeit leisten? Wir haben Gott sei Dank, also das mache ich nicht, wir haben einen sehr, sehr tätigen Trägerverein, Musiker Hautner heißt der. Und mit ehrenamtlich besetzten Vorstandsmitgliedern, die jetzt gerade wieder auf Sponsorensuche sind. Und ich denke mal, wenn man dann sagen kann, den Echo gewonnen und schon mal gefördert worden, auch von der Bosch-Stiftung zum Beispiel, von Dr. Oetker, dann hat man schon mal was in den Händen. Ja. Nicht? Und ich meine, unsere gute Arbeit, die Qualität der Künstler sprechen für sich. Ja. Und das setzt sich immer wieder durch. Und ich schätze mal, dass wir auch wieder neue Sponsoren finden. Ich hoffe es. Ja, da habe ich eigentlich gar keine Zweifel, so wie das aufgebaut ist. Und das, was ich auch gesehen habe in dem Film, was wir eingangs gesehen haben. Ja, man muss mir mal sagen, Sie haben ja vorhin auch kurz dieses Wort Leidenschaft und Funke benutzt. Das ist natürlich das, was jetzt sich nicht nur auf die Musikvermittlung bezieht, sondern ich finde, das sagen auch einige Künstler am Ende jeder Stunde. Und wenn die Kinder fragen, ja, wie lange muss man denn üben? Ich möchte auch so gut Cello spielen können oder Klavier oder so. Dann sagen die Künstler, das Wichtige ist, dass man sich für eine Sache, dass man für eine Sache brennt und sich einsetzt. Ist ganz egal, was du im Leben tust. Ja? Also man kann das auch übertragen, ne? auf Sport oder was weiß ich, Kunst. Und insofern ist das ja auch ein wichtiges Projekt allgemein für die Menschheitserziehung oder für den Charakter, ja? Ja, ich würde das fast sogar als persönlichkeitsbildend bezeichnen, Die gerade in dem Alter, in dem das stattfindet. Ne? Und weil auch Musik immer mehr ausfällt in den Schulen. Ja. Ich erlebe es, dass Klavierschüler von mir überhaupt keinen Musikunterricht mehr haben. Also umso wichtiger finde ich solche Initiativen. Zumal Musik ja ein ganz, ganz wichtiger Teil unserer, jetzt lehne ich mich ein bisschen weit aus dem Fenster vielleicht, aber ich halte Musik für einen ganz wichtigen Teil unserer Kultur. Natürlich. Und ich meine gerade in Deutschland, ja, wo wir solche Schätze haben, an Komponisten früher und heute. Ja. Ja. Und dann muss ich nochmal sagen, bei uns gibt es natürlich jetzt nicht dieses festgefahrene, nur klassische. Da ist es ganz interessant, wie die Künstler reagieren, auch auf Fragen der Kinder. Magst du gerne Popmusik zum Beispiel? Ja, ja. Also, ja, da gibt es ja diese missliche Unterscheidung, ne, zwischen E und U. Ja, also das möchte ich gar nicht, dieses Wort. Nee. Es gibt nur gute und schlechte Musik. Und ja. die jungen Künstler hören natürlich auch viel Pop. Und die einigen sich dann sehr oft auch auf gute, zum Beispiel Jazzstücke oder so. Das gehört ja auch eigentlich mit zur Klassik dazu. Und das spielen die auch öfter dann in den Schulen. Ich denke auch, dass man da nicht unterscheiden sollte, sondern es ist einfach zwischen guter und schlechter Musik. Genau. Und welche Art das ist auch ganz, ganz stark vom persönlichen Geschmack auch abhängig, denke ich, was man für gut oder für schlecht empfindet. Richtig. Und die Schüler lernen gleich, dass früher zum Beispiel Mozart auf der Straße gepfiffen wurde, das war die damalige Popmusik, ja. Ja, so ganz falsch ist das in dem Film Amadeus gar nicht dargestellt worden. Nee, ist doch richtig, ne? Ja. Also, die Klassiker an klassischen Stücken gehen natürlich immer, ja. Das ohne Frage, ja. Und da habe ich auch so meine Lieblingsstücke, die man dann auch immer mal wieder hört. Also es ist ja, dann, wenn man in bestimmte Stimmungen gerät, dann muss man das halt mal wieder hören. Ja. Das ist, deswegen sagt jetzt auch persönlicher Geschmack und auch die Stimmung spielt eine große Rolle dabei. Und wenn dann diese klassischen Schnulzen dann noch so toll interpretiert werden, wie von den wirklich weltbesten Solisten, dann ist es nochmal was anderes. Ja, Frau Immer, es tut mir jetzt schon beinahe leid, aber wir kommen so langsam ans Ende der Gesprächszeit. haben wir noch irgendwas vergessen, was Ihnen jetzt wichtig wäre? Also mir ist es sehr wichtig, nochmal ein paar Namen zu nennen. Ich weiß jetzt nicht,
welche Sie davon kennen, aber ich habe ja zwei schon genannt. Man muss auch sagen, solche jungen Künstler wie die Gruppe Spark, heißt schon der Funke, ja. Oder aber junge Studenten auch, wie die bei uns angefragt haben und jetzt berühmt sind, wie Igor Levit aus Hannover, dann natürlich auch unsere Initiatoren, also neben Lars Vogt, Christian Tetzlaff an der Geige und Alban Gerhard an Cello, also die wollte ich doch ganz gerne noch nennen. Julia Fischer kennen vielleicht auch einige, die Geigerin. Wirklich die weltbesten Künstler haben wir an Bord und freuen uns, dass immer mehr auch Junge nachkommen, von denen wir wissen, dass sie auch weltberühmt werden. Haben Sie einen Wunsch für die Zukunft? Ja, dass das so erfolgreich weitergeht wie bisher und dass ich irgendwann mal eine gute Nachfolgerin finde. Dann sage ich jetzt als Schlusswort, ich hoffe, dass Ihre zwei, es waren ja zwei, dass Ihre zwei Wünsche in Erfüllung gehen. Ich wünsche Ihnen und Ihrem Team, Sie machen es ja nicht alleine, ganz, ganz viel Erfolg für die Zukunft. Dankeschön. Und ja, ich muss mich auch persönlich nochmal für die Arbeit bedanken, weil ich das für eine ganz tolle Sache halte. Herzlichen Dank für die Chance, hier darüber reden zu dürfen.